Gib Frust. Surströming. Ich muss kacken. Ich habe hier gepennt. Und guckt euch mal diesen ganzen Regen hier vorne an, der mich hier die ganze Zeit belästigen tut. Ich bin eine richtige Verschmandung und ich bin in Bisping angekommen. Und ich werde jetzt jemanden besuchen kommen. Und wenn ich dort gleich angekommen bin, dann wird erstmal Bier getrunken. Und ich werde heute dort auf dem Garten pennen. Ich werde jetzt hier an dieser versüfften Bank Geld herunterladen. So, ich bin angekommen und zwar bei Ihnen hier. Und wir werden erstmal erstes Bier trinken. Gib Frust. Und guck mal, das hier, das ist aufgerissen. Das heißt, ich muss den schon wieder zusammennähen. Aber das mache ich wann anders. Ich werde meinen Tarp später aufbauen. Aber wir gelaufen jetzt erstmal zum Schützenfest. Das Schützenfest ist noch geschlossen, außer dieser Bierzelt. Und da drin, da kann man jetzt gleich ganz viel Bier trinken. Gib Prost. Wir werden die 40, 50 und so weiterjährigen, also die ganz langjährigen Mitglieder geehrt. Eine Ausnahme ist dabei. Und zwar nur, weil er heute da ist. Deshalb machen wir es jetzt. So, wir sind gerade von Schützenfest bzw. vom Bierzelt vom Schützenfest wieder zurückgekehrt. Und jetzt werde ich meinen Schlafplatz aufbauen. Genauer neben diesem Kirschbaum. Da werde ich meinen Tarp jetzt aufspannen. So, ich habe jetzt gerade meinen Schlafplatz aufgebaut. Und das sieht jetzt gerade so aus. Das finde ich voll cool, ich mag das. Das ist ein bisschen spezieller aufgespannt. Und genau hier schlafe ich. Und guck mal. Hier sind rötliche Flecken. Das liegt jetzt nicht daran, dass es so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht, sondern weil ich hier unter diesem Kirschbaum hier liege. Und zwar hier sind überall diese plattgedrückten Kirschen und so weiter. Das hat mein Tarp hier versaut. Das heißt, dieser Unterboden von Tarp, der hat überall rötliche Flecken, was irgendwie so richtig blutig aussieht. Aber genau, das wollte ich euch mitgeteilt haben. Und genau hier drunter penne ich heute. Und morgen und übermorgen. Das ist mein Schlafplatz auf jeden Fall. Ich bin eine richtige Verranzung. Ja. Ich bin eine richtige Verschmandung. Ja. Ich bin gesund. Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, ich muss kacken. Gib Prost. Gib Prost. Gib Prost. Achso, dieser Inhalt dieser roten Becher, der kommt von dieser Zapfanlage. Also von dort kam das herausgespritzt. Das spritzt genauso, wie wenn ich wieder zurück bin, meine Sperma. Ich habe kein Sperma mehr. Ich bin über 40. Bei mir ist alles kaputt. Glaub nichts, was junge Leute sagen. Ihr werdet alles so alt wie ich. Jetzt mein Bauch wieder aufgebläht. Eigentlich ist das Sixpack, aber der hat gerade falsche Konturen. Der hat wirklich falsche Konturen. Guck
Guten Morgen. Ich habe hier gepennt. Und guckt euch mal diesen ganzen Regen hier vorne an, der mich hier die ganze Zeit belästigen tut. Der klatscht hier die ganze Zeit von Tarp drauf. Das ist richtig widerlich. Die lassen mich jetzt gerade nicht schlafen. Aber egal, wenn das jetzt gleich ein bisschen abgeklungen ist, dann schlafe ich weiter. Weil Ausschlaf ist ganz wichtig. Weil heute Abend wird richtig gesoffen. Deswegen ist Ausschlaf ganz wichtig. Und deswegen, wenn gleich der Regen aufhört und der mich nicht mehr belästigen tut, dann schlafe ich ein paar Stunden weiter. So mache ich das. Boah, dieser Regen, der will auch gar nicht weggehen. Das regnet hier schon die ganze Zeit. Der nervt mich, der ist richtig belästigend. Der muss weg, der muss richtig weg. Der muss abhauen, der muss verschwinden. Das ist richtig widerlich, dieser Regen. Guck mal hier, wie widerlich. Und zwar hier, hier ist eine Pfütze. Das heißt, und hier sind auch ganz viele Tropfen und sowas. Das heißt, das hat mir von dort auf meinen Kopf geregnet. Weil das hier, das ist mein Kopfkissen, dieser Klamottensack. Aber jetzt ist dieser Regen vorbei und jetzt scheint die Sonne. Und das ist richtig geil. Aber trotzdem, das hat mir auf meinen Kopf geregnet. Das hat mir auf meinen Kopf so richtig drauf gespritzt. Weil diese Seite hier viel zu kurz gekommen ist. Und das irgendwie so reingeregnet hat. Deswegen hat das auf meinen Kopf geregnet. Aber trotzdem ist das hier geiler als irgendwie in so einem komischen Zelt oder sowas. Und vor allem, wenn jetzt diese ganze Sonne hier rumstrahlt und wenn ich hier mal Kopf drauf lege, dass das mir dann total ins Gesicht strahlt. Dass die ganze D3-Chaperon gegen meine Augen kommt und sowas. Das ist auch geil. Das ist empfehlenswert. Der Frühstück wird vorbereitet. Sogar frittiert wird das vorbereitet. Mit Fett dran. Mit Fett. Mit richtigen Fett dran. Mit richtig verfettigten Fett dran. Mmh. Surströmming. Das ist eine Survival-Delikatesse. Das hier, das ist ein Kirschbaum. Und das hier, das ist ein Kirschbaumblatt. Und ich habe noch nie ein Kirschbaumblatt gefressen. Und deswegen wird das jetzt Zeit. Prüfen, wie er schmeckt. Ich finde, das schmeckt Buche sehr ähnlich. Ja. Aber ich war der Kette. Eigentlich fand ich den ganz gut. Was hast du an mir geschmeckt? Aber ich muss der Aufgabe ein. Wegblocken, aber steht der ja. Den müsst ihr jetzt trinken. Und, noch und dann kommt er weg, oder wie? Ja, kommt er weg. Ich bin mit diesem alten Mann im Team drin und wir müssen versuchen, mit diesem Ball da rein zu machen. Ja. Du musst den jetzt trinken. Als Belohnung. Ich müsste auch. Ja, Mann! Ja! Ja! Geprost! Geprost. Achso, glaube ich nicht mehr. Ja. Schon wieder Bier trinken. Jawohl! Ja! Endlich ein Treffer! Endlich könnt ihr saufen! Das wurde richtig Zeit! Das wurde richtig Zeit! Das war richtig widerlich. Das muss besser gehen. Das ist widerlich. Toll, jetzt bin ich schon wieder am Bier trinken. So, wir haben noch ein einziger Dings, aber die da vorne, die haben noch fünf. Das muss getroffen werden.
Ja, scheiß Wind. Ja, das Team hat gewonnen. Wir sind zu besoffen dafür. Deswegen haben die gewonnen. Ich verurteile den Alkohol und deshalb muss er weg. So, das andere Team ist dran. Aber weil mich das nicht interessiert, wer Mann, gewinnt, werde ich hier die Aufnahme skippen. So, der Becher wurde getroffen und der wird jetzt gesoffen. Ref! Wir haben von dir gesprochen. Guck mal, Hansi. Hansi, mein Gehirn schwappt rum. Welches? Das da? Ja. Der ist so richtig am Bewegen. Mein Gehirn ist da drin. Wir sind alle leicht im Arsch, weil wir zu viel von diesen köstlichen Biere getrunken haben. Mein Gehirn schwappt rum. Aber wir gleichen das jetzt aus durch feinste Schaschliks. Die werden frittiert. Die werden gleich so richtig gefressen. Die frittierten Schaschliks. Frittierte Schaschliks sind das Geilste. Die Schaschliks sind fertig. Die Blonde gestern, die kam von aus Münster, oder? Ja. Das ist unser Frühstück und ich bin eine richtige Persönlichkeitsunterentwicklung. Ich möchte euch unbedingt mein Gehirn zerteilen, damit ihr den fressen könnt. Der schmeckt wirklich gut. Guten Morgen, mein Kopf schwappt rum und man wird hier von Spielüberzug belästigt. So, jetzt wird dieser Loch hier vorne, der mir auf der Hinreise aufgerissen ist, zusammengenäht, ganz grob. Das ist richtig widerlich, dieser Loch. Dieser Loch, der nervt rum, der muss geschlossen werden. Das ist immer noch ein widerlicher Loch. Da der werte Natururin zum Trinken von Bier hergekommen ist, will ich ihn damit nicht enttäuschen und ihm ein Bier geben. Dankeschön. Bitteschön. Bier trinken. Beim Loch zusammennähen. Beim Arbeiten. So geht alles besser mit Bier. Ja. Ich habe gerade mein Loch hier zusammengenäht. Grob. Und jetzt werde ich diese ganzen Sachen da reinmachen. In diese Tasche. So, die Sachen sind gepackt und mein Bus fährt gleich. Das heißt, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bus, zur Bushaltestelle, damit ich gleich Bus fahren kann. Prüfen, ob ich den erwische, weil das ist der letzte Bus, den ich gleich erwischen muss. Das ist immer so ein richtiger Stress. Das ist richtig widerlich. So, ich bin in Soltau Bahnhof angekommen und weil mein Zug, der kommt später und deswegen laufe ich jetzt zum Dönerladen, um dort Döner zu kaufen. Das wird dann mein Wartedöner sein. Ich werde dann richtig fressen, deswegen gehe ich dahin. Guck mal Leute, ich bin eine richtige Mistgabel und ich habe einen Döner gekauft. Und guck mal, da drüben steht mein Zug rum. Der wartet auf mich so lange, bis ich aufgefressen hab.
guckt euch dieses Video hier an. Das ist ein ähnliches Video. Das ist auch ein Suff-Wochenende-Video mit überwiegend denselben Leuten. Das müsst ihr euch alle geben.